Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Distance World 2 mit unseren kleinen Kätzlein. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich glaube, genau, wir hatten hier so ein paar Gefahren. Wir erforschen gerade noch ein bisschen. Hier unten kann man übrigens, hat man das immer schön Überblick, wo was ist. Das ist sehr praktisch. Kann jetzt auch hier zum Beispiel reingehen. Also sieht man seine Stationen. Das sind auch die zwei feindlichen Raumhäfen. Darum müssen wir uns dann auch mal kümmern, weil da wertvolle Ressourcen drin stecken in den ganzen Asteroiden, die man durchaus gebrauchen kann noch. Und hier sieht man unsere ganzen Schiffschleien. Die ganzen Zivilen sind das, genau. Erkundungsschiffe, sind hier drüben noch ein paar. Im Doppelklick kann man reinzoomen direkt. So, wenn ich jetzt hier rüber gehe, sollte ich dann auch die Raumschiffe sehen, oder? Doch nicht. So. Wo kann ich es sehen? Ah, einer ist gerade darüber unterwegs. Der andere ist da noch im Orbit. Passt. Wunderbar. So, lassen wir mal Zeit wieder ein bisschen laufen. So, jetzt habe ich überlegt, bauen wir die Schiffe selber zusammen? Oder lassen wir die zusammenbauen? Ist ja alles möglich, ne? Kann man entweder alles selber steuern oder steuern lassen. Je nachdem, wie man das möchte. Hier habe ich ja alles noch auf Automatik gemacht. Man könnte jetzt natürlich auch hergehen und das selber machen, aber... Oh, ich sehe gerade, die Eskorte hier ist schon auf manuell gesetzt. Das Problem so ein bisschen ist, wenn ich mir, dass jeder Spielstand oder was auch gut sein kann, die Einstellung übernimmt. Muss nicht unbedingt immer besser sein. So, gucken wir doch mal. Ne? Wir haben hier nur den Partikelstrahl. Jetzt muss ich dann noch mal kurz schauen, was mich schon erforscht hatten. Was für Waffen haben wir denn? So, Weltraumreaktor, Triebwerk, Warpfels, Raketenhammer und den frühen Strahlenwaffen. Okay. Okay, mehr haben wir auch gar nicht. Mal gucken, ob wir noch was verbessern können. Wir haben hier keinen Hyperantrieb drin. So. Hyperantrieb, Sprungantrieb. Wir haben Brennstoffzellen, den Reaktor. Haben wir hier verschiedene Partikelstrahlen. Da wir nicht sehr viel verschiedene Waffen haben, werden wir den Partikelstrahl nehmen. Dann passt das eigentlich. Hier können wir jetzt auch nicht wirklich noch was reinmachen. Da haben wir nichts. Können wir noch einen Ionenantrieb reinmachen oder sind wir dann zu groß? Ich glaube, dann sind wir zu groß, ne? Hallo? Wieso geht das hier nicht rein? Ist noch nicht. So. Irgendwas verpasst. Der Hyperantrieb benötigt zum. Ja, gut, das ist normal. Achso, ich krieg noch zwei rein. Okay, das ist natürlich doof. Ne, dann kann man das so lassen. Speichern. Danke. Dann passt das. Der Rest wird automatisch gemacht. Umbau passiert auch automatisch. Das ist okay. Sehr schön. Kosten dann halt entsprechend Geld, ne? Wenn ich das jetzt bauen lassen würde. Wo sehe ich denn die Kosten nochmal im Moment? Muss ich selber nochmal schauen. Stand das hier dabei? Ich glaube schon, ne? Ach hier, 136. Ja, ist nicht ganz billig. So, Zeit weiterlaufen lassen. Machen meine Bauschiffe. Die bauen Mining Stations, okay. Genau.
Ja, aber das Kassland, das brauchen wir dann. Das hier ist durchaus auch wichtig. Und das wird auch gebaut, okay. Ein bisschen schneller laufen, das ist das Ganze. So, unsere Kolonie. Wie geht's dir so? Das steht, glaube ich, auch auf Automatik, ne? Genau. Man könnte es jetzt selber steuern, aber die KI macht das eigentlich schon so, wie ich es auch machen würde. Also brauchen da im Grunde nichts ändern. Das wäre ja Blödsinn. Man ist ja am Ende nur der Herrscher über das Reich und schaut den Leuten ein bisschen auf den Finger, in dem Fall die KI. So muss man sich das vorstellen. Man kann halt selber bestimmte Dinge übernehmen oder so. So, ihr kontrolliert die ganzen Asteroiden, genau. Haben wir hier schon soweit alles erforscht? Ja, durchaus. Wie weit kommen wir denn, wie man sieht? Auch nicht sehr weit. Moment, haben wir noch keinen richtigen Antrieb drin? Doch, den Spornantrieb haben sie schon. Okay. Ach, das sieht man in den Kreis, habe ich gar nicht gesehen, siehst du? Na, nee. Wir kommen noch nicht mal aus den Sonnensystemen wirklich raus. Da brauchen wir erst den nächsten Antrieb. Ja, vielleicht sollten wir dann vielleicht sogar den Hyperantrieb nochmal vorziehen, die stabilen Warpfelder. Ja, vielleicht nicht schlecht. Ja, wir tun mal den Erkundungsscanner noch fördern. Ziehen wir das hoch. Um 1, so. Und da haben wir unseren ersten Kontakt. Die Piraten. Wir sind wenigstens auf eine neue Piratenfraktion gestoßen, die Savage Fang Army. Diese Piratenfraktion besteht übrigens aus Xenos, auch wie unser Reich. Obwohl sie Piraten sind, können sie sich bei richtiger Behandlung als nützliche Verbünde erweisen. Erste Kombination mit den Xenos war recht erfolgreich. Die Xenos haben gewissen Vertrauen zu uns entwickelt. Oh, das ist gut. Das mit der Übersetzung ist noch nicht ganz optimal. Okay. Das ist ein bisschen komisch. So. Moment, haben wir irgendeinen Vertrag? Nee. Genau, ja. Die bieten uns einen Schutzvertrag an, damit die uns nicht angreifen. Das machen wir mal. Brauchen wir nämlich schon mal keine Armee. Das kostet uns allerdings 1500 immer. Im Monat ist es, glaube ich, oder? Nee, jährlich. Genau. Die sehen wir jetzt auch noch nicht. Die sind noch verdeckt. Wenn der Ruf dann entsprechend hoch ist, die Meinung, dann können wir auf das Nicht-Angriffsabkommen machen, dann brauchen wir denen nichts mehr bezahlen. Das ist sehr praktisch. Und wir können außerdem später noch Technologie mit denen handeln. Also ist gar nicht so ratsam, die zu zerstören oder sowas. Das muss nicht sein. Aber wir nehmen gerne die Systemkarte. Zahlen wir den ein bisschen. So. Wir könnten den auch das hier geben. Ich gebe den lieber erstmal das Geld. So. Jetzt haben wir ein bisschen was von denen gehandelt. Ein System. Byblos. Nee, das unbekannte Reich brauchen wir erstmal nicht. Byblos ist wo? Hallo? Sieht Pause aus, ne? Was ist denn Byblos? Also was hier noch eindeutig fehlt, ist eine Versuchfunktion. Ich habe zumindest noch keine entdeckt. Und wo jetzt Byblos ist, weiß ich auch nicht. Soll das sein? Ach, hier hinten. Da ist es.
Schauen wir doch mal. Naja, so viel wissen wir jetzt hier nicht von. Was gibt's denn hier? Eine Luxusressource war da. So, KI empfiehlt uns 3 Eskortschiffe. Ja, bau mal. Gucken wir uns mal die Stärke dann an. Wie die so drauf sind. Ich glaube... Panzerung hat man nicht, ne? Wir haben einmal den Standardangriff. Doch ein bisschen, aber nicht viel. Das ist nur von der normalen Hülle, die Panzerung. Ja, die Schiffe sind auch sehr mickrig am Anfang. Zumindest auf der Technologiestufe. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie stark waren die jetzt hier. 500. Okay. Müssen wir mal schauen, ob wir die angreifen können. Mal gucken. So, Raumhafen. 3 Schiffe. Hätte ich nicht 3 in Auftrag gegeben? Du bist an... Ach, die andere wurde auf dem Planeten gebaut. Okay, das hat es schon entsprechend aufgeteilt. Ganz gut. Okay. Dann sucht mal schön. Was haben wir denn hier alles? Achso, die 2 Stationen. Wir haben als erstes Militärschiff gebaut. Die Annihilation of Vanax. Wir sind in der Lage, uns gegen Bedrohung zu verteidigen. Bauen Sie weiter Militärschiff im Reich, unser gesamtes Sternsystem zu schützen. Jo. Das machen wir doch. So. Eskortschiff. Wie stark ist das? 29. Man sieht extrem schwach noch am Anfang. So, die fliegen jetzt automatisch rum. Gleich. Und werden wegen die Bergbaustation und so bewachen. Oder auf Patrouille gehen. Das machen die alles vollautomatisch jetzt. Ein neuer Admiral. Sehr schön. Und da ist gerade einer auf Warp gegangen. Wieder. Wenn ich das mal so nennen darf. So. Neue Botschafter, okay. Sehr schön. Also das mit den Botschaften habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, was man dem macht. Da bin ich noch ein bisschen überfragt. Ich habe die bisher noch nicht einsetzen müssen. Das ist noch hier die Frage. Okay. Der hier baut, glaube ich, die Bergbaustation. Genau, dann haben wir unseren Kasslon-Vorrat weiter aufgefüllt. Ach, hier genauso. Genau, ja. So, den haben wir jetzt soweit erforscht. Das passt. Was wir noch machen können, wir können uns die hier mal in eine Flotte packen. Mit Steuerung. Neue Flotte. Unsere erste Flotte. So, sehr schön. Stärke von 87 ist gar nichts. Da können wir bei weitem noch nicht gegen diese Raumstation an. Mit ihrem 500. Und hier unten waren es, glaube ich, noch mehr, ne? Ja, 2000. Okay, das dauert noch ein Weilchen. Bis wir uns um die kümmern können. Ist aber okay. Okay. Lassen wir das mal so. Sehr schön. Oh, unsere Erkundungsscanner sind gleich fertig. Wunderbar. So, jetzt sieht man hier schön die ganzen Frachter hin und her fliegen. Die holen jetzt die ganzen Materialien ab und holen die rüber. Unter anderem, was war das noch?
Mond. Hier war, glaube ich, irgendwo Luxusgut, oder? Genau, der Emerus-Kristall. Erkundungsscanner fort. Sehr schön. Damit können wir jetzt Asteroidenfelder ganz schnell scannen. Das ist sehr praktisch. Dann haben wir das hier nur gescannt dann. So. Warpfelder ist das nächste. Das tun wir wieder fördern. Das kostet uns 28.000. Nee, 16.000. Ist zwar arschteuer, aber halbiert halt unsere Zeit zum Forschen. Ne? Das ist schon wichtig. Okay, weiterlaufen lassen. Ah, ist schon geil. Hier sieht man die kleinen Leute alles abbauen. So, die Scanschiffe müssten jetzt nur umbauen kommen, genau. Sehr gut. Kommen alle auch zurückgeflogen jetzt. Müssten jetzt gleich da sein. Wo sind sie alle? Auf dem Rückweg? Kommen sie alle. Kommen sie alle angezischt. Ja, wenn wir deinen nächsten Antrieb haben, kommen wir ins nächste Sternsystem. Oh, da sind schon die nächsten. Der Machine Mannequin Sonnenmauer. Hallöchen. Piraten, es scheint, dass wir Gesellschaft haben. Leider ist das nicht die Art von Gesellschaft, die wir wollen. Feindliche Weltraumpiraten. Wer kommt diese Piraten? Sind sie ein Später für ein größeres Reich oder sind sie eine einsame Bande? Diese Piraten sehen gut bewaffnet aus, sind technologisch weiterentwickelt als wir. Betrachtet unsere derzeitige Situation, wäre es als klug, jegliche erdenkliche Weise zu besänftigen oder sogar zu bezahlen. Wo sind sie denn? Man sieht es leider nicht. Schade. So. Da haben sie wieder den Schutz am Koppen. Ja, jetzt kommen wir langsam ins Minus. Ist halt nicht schön, ne? Der Ruf sinkt schon wieder. Dafür sinkt das andere. Ich schätze ihre einzigartige Tour, ja. Weil wir halt gleich auf sind, ne? Oh, die haben schon Zivilschiffe angegriffen, aber nicht von uns. Können wir mal gucken. Die hätten halt schon Kontakt zu auch noch im Reich, aber das Geld haben wir dafür nicht. Da fehlt uns leider das Geld. Wir müssen so weit wie möglich den Nicht-Angriffsabkommen machen. Das dauert auch noch ein bisschen. Außerdem brauchen wir erstmal Geld wieder dafür. Leider. Müssen wir erstmal wieder welches generieren durch den Bau der ganzen Minen und sowas. Sieh schon die Mine. Ist schon im Auftrag, ja. Was hat man hier Schönes? Sensorforschung. Ah, ist schon ein Auftrag, sehr gut. Das freut mich. So, unsere Schiffe bauen alle um. Ah, der hat gar keine Mission mehr. Ich glaube, wir haben jetzt schon alle Asteroiden hier erforscht, ne? Jo. So, die haben jetzt halt alle keine Mission mehr. Leider. Weil wir halt nicht hier wegkommen jetzt. Das Problem sind hier die Stationen, die feindlichen. Die machen jetzt ein Problem. Da kommen wir nämlich nicht in die Dingens rein. Wir haben jetzt halt ganz schlechtes Wachstum, weil mir uns jetzt das Geld fehlt. Das ist halt das Problem. Jetzt haben wir ja die 3000 im Jahr. Das ist echt blöd. Aber anders geht es dann nicht, weil sonst hätten wir keine Chance gegen die Piraten, wenn die uns immer angreifen. Die sind ein bisschen stärker als wir. Nur ein bisschen. So, der können wir mal Verteidigungsbefehl geben. Gucken wir mal die Taktiken rein. Angriffshaltung. Machen wir mal vorsichtig. Schiffs- statt Flottentaktiken verwenden.
Schiffe behalten derzeitige Rolle innerhalb der Flotte, genau. Da müssen wir noch die. Mal gucken, was hier so für ein Ding eingestellt ist. Ah, okay. Das müssen wir nämlich noch. Können wir nämlich hier auch noch einstellen. Hier oben. Angriffshaltung, stärkere Ziele machen wir vorsichtig. Kann ich das hier gar nicht einstellen? Interessant. Stärkere Ziele neutral. Ach, hier geht das. Gegen stärkere vorsichtig. Gegen schwächere aggressiv, das passt. Okay. Ist die Frage, ob es das gespeichert hat, ne, wenn man das so macht. Ja, okay. Brauchen wir Jacks abspeichern, sehr gut. Aber hier ist noch nicht eingestellt jetzt. Gehen wir gegen starke Ziele auf vorsichtig. Nicht, dass die hier auszusehen. Basen da angreifen, die viel zu stark sind. Nummer 2 ist Korten. Nee, ich habe gerade das Geld nicht. Lass mal. Das ist eher ungünstig. Wir brauchen erstmal diesen stabilen Warpfeld. Dann schauen wir weiter. Das ist nicht schön, wie sie alle hinherfliegen. Und das Zeug holen. So. Was macht mir gerade? Ah, die haben das Baumaterial geholt, genau. Wie man sieht, brauchen die sehr viel Stahl immer. Und Silizium bauen wir auch, aber das sieht, glaube ich, noch alles ganz gut aus. Ne? 1000 noch auf Lager. Polymer haben wir wenig. Oh, wow. Plus mit Kassler, das sieht man auch eigentlich nur am Anfang. Die alle das Lager voll oder was? Hm. Nee, ja, zum Beispiel kein Kasslern. Da fehlen uns noch die. Wie heißen sie? Tanker. Die müssen wir noch erforschen. Die haben wir noch nicht. Tankschiffe fehlen da noch. So, was hier? Wird hier in Fracht. Venax 6 nach Venax 7 Raumstation. Sehr schön. Okay. Ist der hier eigentlich schon komplett erforscht? Ja, hier geht es nur Kassler, ne? Na gut. Ist auch okay. Ne, so langsam kommen wir aber mehr ins Plus. Die Bauschiffe sind unterwegs. Wenn das Zeug fertig ist, müssten wir das Geld bekommen, glaube ich. Ah, ein neuer Spion. Zwei Stück. Wir können mal gucken, ob wir die einsetzen können bei den Piraten. Hm, Gebietskarte wäre ganz gut, da wissen wir, wo sie sind. Hm. Erweiterte Zivilschiffe wäre gut. Denke ich. Kurz Pause machen. Genau, hier. Da kriegt man nämlich Passagierschiffe und Treibstofftanker. Das wäre gar nicht so schlecht. Wenn man den da hinschicken würde. Weiteren Bau brauchen wir jetzt noch nicht so unbedingt. Schneller Bergbau wäre ganz gut. Bessere Bergbaumaschinen. Kristallsensoren. Wäre auch mal so eine Idee, was man machen könnte. Koordinierte Kontrolle war. Nochmal Unterhaltseinsparung und mehr Crewkapazität. Wäre auch nicht schlecht. Die Schadenskontrolle reduziert, glaube ich, auch nochmal. Oder? Nee, nur Schadensreduzierung. Okay.
Triebwerke, dann werden wir schneller. Verbessert Raketen oder... Ja, doch. Und Strahlenwaffen. Schauen wir doch mal. Was muss im Angebot haben? Da würde ich gerne überall drauf verzichten erstmal. Genetische Replikation. Das ist aber mehr so für Soldaten, glaube ich. Grundlegende Kolonisierung wäre eine Idee. Planetenerkundung. Mal testen. So könnte ich auch gleich losschicken. Schauen wir doch mal. Ah, 79% sogar. Das ist sogar noch besser. Genetische Replikation. Nee, das mal. Eine stabile Wartwörter könnten wir jetzt klar, aber bis das durch ist, haben wir es auch erforscht, dann bringt das gar nichts. Weltraumbau. 88%, das ist super. Schicken wir den mal los. So. Weltraumbau war wo? Hier. Das war... Wird der Weltraumhafen verbessert, ne? Ja. Und die Bauwerft wird verbessert, das ist gut. Das kann man auch gerne mal klauen. Okay. Dann geht's weiter. Mal schauen, ob die erfolgreich sind. Ein Jahr. Mal gucken. Ob sie dann erfolgreich waren. Ich bin gespannt. Noch 66 Tage. Oder ein bisschen weniger sogar. So, Problem ist, jetzt haben wir auch kaum Wachstum. Man könnte jetzt natürlich die Steuern ganz ausmachen, ne? Und dann habe ich noch weniger Geld. Da kann ich dann auch drauf verzichten. Erforscht hatten wir jetzt ja alles, ne? Ja. Bis auf die Asteroidenfelder. So, hier sind unsere Bergbauschiffe am rummachen. Lege ich gerade, ob es da sinnvoll wäre, eine Bergbaustation. Da wird noch gebaut. Hier unten empfiehlt eine Bergbaustation, würde ich auch machen wahrscheinlich. Das nimmt sich nicht viel. Ah, da ist nichts drauf, okay. Wenn wir ein bisschen mehr Stahl bekommen und ein bisschen mehr Geld von dem Bau. Okay, bauen wir da noch eine. Da oben könnten wir noch eine bauen. So, bauen wir da noch zwei Stück. Dann schauen wir mal. So, unsere stabilen Wartfelder haben wir. Sehr gut. Sollen wir die dann gleich einbauen? Das werden wir dann aber nächste Folge machen. Dann gibt es frische Warp-Antriebe. Damit kommen wir endlich aus unserem Sonnensystem raus. Bis dann. Erstmal wieder danke fürs Zuschauen, ne? Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.